In den folgenden Minuten geht es um den Kölner Krieg, der auch als Truchsessischer Krieg bekannt ist. Dieser wurde in den Jahren von 1583 bis 88 ausgetragen, in dem Territorium Kurköln, welches Teil des Heiligen Römischen Reiches war. Und er begann mit der Absetzung des Kölner Erzbischofs Gebhard von Walburg, endete mit dem Kriegsaustritt der Niederlande und damit der Rekatholisierung von Kurköln. Beteiligt war der eben schon erwähnte Gebhard Truchseß von Walburg. Auf seiner Seite kämpften die Kurpfalz und die Niederlande. Ihm gegenüber standen die Wittelsbacher als Herzöge von Bayern und die Habsburger als deutsche Kaiser und spanische Könige mit spanischen Truppen. Vor dem Kölner Krieg war die Position der römischen Kirche im Reich bedroht oder potenziell bedroht. Wir waren in der frühen Phase der Gegenreformation und vor allem im Norden um Köln herum schien die römische Kirche komplett herausgedrängt zu werden. Die Habsburger befanden sich ebenfalls im Norden im Konflikt mit den Niederlanden, die unabhängig werden wollten und für ihre Unabhängigkeit kämpften. Ferner strebten die Herzöge von Bayern, die Wittelsbacher, nach mehr Macht. Und ebenso wollte auch der Kaiser seine Machtposition im Reich vergrößern. Nun, es geht um das Gebiet um Köln, also das Rheinland um Köln und die westfälischen Gebiete östlich davon. Beteiligt waren neben Köln die Niederlande und die Pfalz auf Gebhards Seite und die spanischen Truppen, die im Konflikt mit den Niederlanden standen, verbündet mit bayerischen Truppen gegen Gebhard, die Niederlande und die Pfalz. Ende 1582 konvertierte Gebhard zum evangelischen Glauben und heiratete Anfang des nächsten Jahres die evangelische Agnes von Mansfeld. Es war abzusehen, dass Gebhard das Erzbistum Köln oder das Kurfürstentum Köln in ein weltliches Fürstentum verwandeln wollte. Dementsprechend wurde er vom Domkapitel abgesetzt und Ernst von Bayern wurde zum neuen Erzbischof gewählt. Dies führte dann zum Krieg, den Gebhard mit Pfälzer Unterstützung gegen bayerische und spanische Truppen führte. Allerdings verliert Gebhard die Godesburg und muss nach Westfalen, nach Werl fliehen. Doch auch dort ist er nicht sonderlich erfolgreich und flieht in die Niederlande. Die Niederlande nun führen als Unterstützer Gebhards den Krieg fort gegen die katholischen Truppen. Das zieht sich sehr lange hin, allerdings fällt 1588 Bonn und die Niederlande stellen darauf ihre Unterstützung ein, stellen den Krieg ein, damit endet der Krieg. Dies führt dazu, dass sich die römische Kirche in Norddeutschland, genauer gesagt in Nordwestdeutschland, halten kann und dort gestärkt wird. Ernst von Bayern wird neuer Kölner Bischof und damit werden die Wittelsbacher massiv gestärkt. Ferner sind natürlich auch die Habsburger, der Kaiser geht gestärkt heraus aus dem Konflikt. Und es wird wahrgenommen, dass man Konfessionskonflikte mit Waffengewalt lösen kann. Dies ist die Voraussetzung für den 30-jährigen Krieg, der im 17. Jahrhundert nicht viel später, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, folgt. Das war der Kölner Krieg in 5.